So, herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal waren und was wir jetzt machen sollten. Na, gucken wir mal, ob wir das Adler-Modell bekommen. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Och, Mann, oh. Naja, mussten wir noch das Katzenfutter bekommen? Waren das Zusammlungen in die Haupthalle? Müssen wir mal ein bisschen rumgucken. So, jetzt sind wir hier zum Brunnen, Kapelle, in die Kantine. Gehen wir da doch mal hin. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oberen Ignaz, Doris, Kokosnüsse, Äpfel. Wir brauchten doch Äpfel, Bananen, eine Kokosnuss. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. So, da haben wir eine Kokosnuss. Hier eine. Kokosnuss, ich will die Bananen. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Was ist süß. Nehmen wir auch mit. Und die Äpfel. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Gezwungenermaßen. Nehmen wir auch mit. Das heißt, wir haben jetzt unser Obst. So. Nein, mit dir wollen wir erstmal nicht reden. Wer bist du denn? Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgörre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, drehe ich dir eigenhändig den Hals um! Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder! Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben! Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Schön. Herrlich. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Es kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Sehr freundlich, die Dame. Wir haben Hunger. Hättest du was für uns? Du, bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Oh, wie fies. Wir brauchen noch das Katzenfutter. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nein. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Aber wir brauchen doch und wie der Ofen läuft nicht. Da war doch einer drin, oder? Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Aber da ist doch einer drin. Und Messer? Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, das heißt, wir müssen. Brauchen wir für irgendwas ein Messer? Nein. Und vielleicht finden wir es und können uns ja wieder zurückgeben.
Ein Einwegglas. Das ist doch der Hamster drin. Kann sie das vielleicht für uns aufmachen? Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Oh, schön. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Auch schön. So, ich hätte was für dich. Was war das hier? Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Habe ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na, warte. Aber ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Ich hab zu danken, so jetzt aber. Oh, ein Meerschweinchen. Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Na, mal gucken. Glas mit Alkohol. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Es wird ein Mörderkater haben. So, Frau Oberin. Wir hätten da ein Problem. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Okay, freier Platz. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Ist immer gut. Dann gehen wir mal wieder hoch, würde ich sagen. Und gucken, ob sie schon fertig ist. Das war doch hoffentlich hier hoch. Schlafzeil, Treppenhaus, zum Schlafsaal. Nein, hier war es nicht. Klosterflur, Treppenhaus. Was haben wir denn hier? Eine Kronleuchterbefestigung. Ah, und Masken. Okay, gleich. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. In jeder Maske gab es 2 winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Okay, was ist der Hamster? Das Meerschweinchen? Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Leider war es aber wieder nur eine Methode, um Zeit zu verplempern. Ach so, Glas brauchen wir auch nicht. Komm, wir springen das einfach in die Luft. Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Aber dann... Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Aber dann erkannte sie, dass sie die Masken damit nur zerstören würde. Ja, und das wollen wir ja nicht. Nee, die brauchen wir ja. In jeder Maske gab es 2 winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lilly... Okay, nehmen wir mit. Ach nee,
Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Schön! Oh, herrlich! So. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Okay, wie ich sehe, kommen wir hier ohne Werkzeug nicht weiter. Und Rundgang, wo geht's hier hin? Achso, wieder zur Frau Oberin. Tollkirschen. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Okay, nehmen wir sie doch mal mit. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Eine Halterung? Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Das sieht ja hier ganz schön verdächtig aus. So, das Büro der Oberin, da wollen wir nicht hin. So. Was haben wir denn? Oh, na, Inventar, bleibst du hier? Tollkirschen, okay, kann man gerade nichts mit machen. Oder können wir die in den Alkohol einlegen? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Okay, geht also nicht, dann gehen wir mal weiter. Das ist sehr schön. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Genau, der schöne Ballon. Schlafsaal, Klosterflur. Zum Klosterflur? Ja, hier sind wir richtig. Ins Klassenzimmer, genau. Wir müssen ja Bescheid sagen, dass der Wandbehang fertig wird. So. Du lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass ich arbeite! Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Okay, fehlendes Banner, Oberin. Die Oberin. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ja, dann beeil dich mal ein bisschen. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt, jetzt ist sie futsch. Danke, ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. So, ja. Nicht allein ins Büro. So, Haupthalle. Dann werden wir doch jetzt einfach mal ins Büro gehen. Und gucken, was wir da noch alles mitnehmen können. Vielleicht die Blume oder wir nehmen die Katze mit und stellen sie für Doris. Vor Doris. Und dann jaut sie sie voll, weil sie Hunger hat. Oder wir geben ihr einfach die Kirschen zu. Nee. Nein, das geht nicht. Hallo Blümchen. So, du kriegst die da aber. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Ach Mist. Okay, Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte,
durchgestrichen. Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Oh, auch schön, aber... So, wir haben einen Spieß. Wir haben ein betrunkenes Meerschweinchen. Nein, das... oder? Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Nein, das arme Meerschweinchen. Oh. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Okay, dann hätten wir das eine Problem schon mal gelöst. Würde ich sagen. Ach nee, das arme Meerschweinchen.